Hallo und herzlich willkommen zurück bei Silent Hill. Tja, in der letzten Folge sind wir hier im Nirgendwo schon ein wenig herumgeirrt, haben ein wenig Werkzeug gefunden, nämlich den Schraubenzieher und den Schraubenschlüssel. Tja, und wir hatten, oder ich hatte besser gesagt, ein bisschen Probleme mit zwei Rätseln. Und ich habe mich inzwischen mal etwas belesen, habe ein paar Hinweise nur dazu gelesen, nicht die Lösung selbst. Das wäre mir irgendwie zu langweilig gewesen. So, und jetzt muss ich nur mich nochmal zurechtfinden. Ich glaube, der Raum war es. Ja, Raum ist gut gesagt, eigentlich. Gang. Ah ja, hier zum Beispiel. Diese komische Liste. Totenliste. Hier habe ich nur gelesen, dass Buchstaben wichtig sind. Einzelne Buchstaben. Und wenn ich nach diesem Hinweis hier gehe, von wegen, die müssen von jung nach alt geordnet werden, hier hieß es ja so, Namen sind eine Steinwasser, von Sensenmann, Anzahl der Köpfe ist korrekt, jung und alt in einer Reihe, geordnet nach dem Lebensalter. Dann öffnet sich der Pfad, sich erwartend, der Aufschrei des Wahnsinns, das Fest des Todes. Gut, also wenn die meinen, von jung nach alt, und ich gelesen habe, es sind Buchstaben, die da zählen, dann setzt sich daraus, setzen sich die Buchstaben, Moment, jetzt gucke ich nochmal, 18 ist A, dann kommt das, die 35 L, 38 E, 45 R und 60 T, Alert kommt daraus, Alarm praktisch, geben wir das mal ein, A, L, E, R, T. Aha! Aha. Ein leerer Raum mit einer großen Tür, obwohl, das heißt leer. Erstmal durchgucken, ob es hier nicht doch irgendwas gibt, nichts Nützliches. Ah. Nichts. Nichts bis auf die Tür. Na gut. Krankenbett, beziehungsweise einige. Oh! Da hinten ist was an der Wand. Ein Amulett von Salomon. Okay. Nehmen wir mit. Sonst noch irgendwas hier? Mein Körper liegt ausgestreckt auf dem Bett. Ist gar nicht danach zumute, ihn näher zu untersuchen. Doch warum denn nicht? Okay, mir scheint es nur das komische Amulett zu geben. Oh. Harry? Ach. Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive, even though everyone else is dead. I'm not the only one who's still walking around. The same as them. I just hadn't noticed it before. Lisa. Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Save me from them. Please. Harry. Sie ist ja total verstört. Oh shit. Och, was ist denn mit der los? Hier läuft was aus, Lisa. Lisa.
Okay. Sag mal, jetzt eine schöne Musik. Wo sind die jetzt hin? Ach, ein Buch. Das ist ein Tagebuch auf dem Boden. Bitte den Arzt, mich von der Pflege dieses Patienten zu entbinden. Es ist zu unheimlich. Noch am Leben, aber mit unheilbaren Wunden. Hab dem Arzt gesagt, dass ich kündige. Will nicht mehr in diesem Krankenhaus arbeiten. Das Zimmer ist voll mit Insekten. Selbst bei geschlossenen Türen und Fenstern kommen sie herein. Zum Krankenhaus. Fühle mich schlecht. Muss erbrechen. Aber nichts kommt raus. Erbreche nur Galle. Blech. Blut und Eiter fließt aus dem Wasserhahn in der Toilette. Ich versuche es zu stoppen, aber der Hahn lässt sich nicht zudrehen. Brauche Medikamente. Hilfe. Uiuiui. Ist die jetzt hier drin? Wo zur Hölle ist die hin? Na egal. Die restlichen Türen waren ja, glaube ich, alle verklemmt oder einfach nur geschlossen. Also die Musik kann bleiben, die gefällt mir. Nein! Oh. Abgeschlossen. Ne? So, irgendwo war jetzt der Raum mit den Sternzeichen. Wieder nur das Ding. Was mit dem Vogelkäfig ist, muss ich auch noch irgendwie rausfinden. Und hier waren diese blöden Nurses. Da habe ich den Schlüssel herbekommen. Ist der Raum nicht mehr von Interesse? Ich glaube, hier war der Speicherpunkt. Zum Klassenzimmer runter, da war ich schon. Geht eingeschnitzt. Hä? Wo zur Hölle war dieser? Vielleicht muss ich doch nochmal hier nachsehen irgendwo. War bestimmt noch eine Tür offen. Boah, irgendwo war der Raum mit den blöden Sternzeichen. Sind auch alle abgeschlossen. Oh! Aha, hier war er. Okay. Hier wird die Musik gerade ein bisschen böse. Okay. Bei Fischen ist eine Null. Was ich hier als Hinweis habe, war nur ein Wort, nämlich Gliedmaßen. Bei der Waage sehe ich hier zwei Arme. Die Fische hatten keins. Beim Krebs sind 10, weil er 8 Beine hat und 2 Scheren. Also muss ich die Zahl eingeben, die als Gliedmaßen zählt. Und ich sehe hier beim Schützen 2 Arme und 4 Beine, macht 6 Gliedmaßen. So. Hier haben wir den Stier, der hat nur 4 Beine. So. Und hier die Zwillinge, die haben jeweils 2 Arme und 2 Beine, macht insgesamt 8 Gliedmaßen. Aha! Oh. Ein Zeitstein. Okay. Sonst noch was hier drin? Nö. Die Musik hier drin, die macht mich gerade fertig. Ich muss hier raus. Oh nee, jetzt sind die auch wieder da.
Poststück. Oh, ey, das gibt's doch wohl nicht. Was wollen die denn? Zum Glück brauche ich nicht unbedingt eine Pistole oder so, um die abzuknallen. Was ich aber auch schon mal früher hätte merken können. So, ein Zeitstein. Wozu brauche ich jetzt Zeitstein? Mal sehen. Abgeschlossen, ja. Mal sehen, ob hier eins von den beiden Dingern funktioniert. Ne? Auch nicht. Okay, hier brauchen wir die schon mal nicht. Hier auch nicht, hier war der Schlüssel. Es ist echt nervig, wenn man hier zu so einem Komplex keine Karte hat. Abgeschlossen, Verleih ist eingeschmitzt. Abgeschlossen. Zeitstein. Vielleicht gehe ich doch noch mal hier runter. Kann ja sein, dass ich was übersehen habe. Tisch hier. Geh nach Hause, Dieb. Krepier doch. Na, sehr nett. Und hier war dieser Werkzeugtisch. Mehr gab's hier nicht. Wohl? Ne, auch hier nichts. Okay, dann machen wir uns wieder nach oben. Zeitstein. Ah! Zeit! Die Uhr! Vielleicht muss das Ding in die Uhr rein. So. Probieren wir es. Ah! Sehr schön. Das hätte böse enden können. So, was haben wir jetzt hier drin? Ein Schlüssel des Hagit. Oh je. Noch was? Uhr mit defektem Zifferblatt. Ah, okay. Okay. Hagit. Hier war Verleck eingeschmitzt, ja. So eine Doppeltür war das. Hier. Schlüssel des Hagit verwendet. Ui. Oh, wie überraschend. Was, nur der Aufzug? Aber der funktioniert. Das klingt bloß ein bisschen komisch hier drin. Okay, und da eins bin ich. Einfach mal in die zwei rein. Echt toll, jetzt gibt es hier noch Stockwerke. Super. Ja, vom Leib, du. Miststück, du. Papier. Eins an mir vorbeigerannt? Ne. Da ist die andere. Naja. Ich die eine von den Glatz hauen kann. Okay. Die habe ich auch erledigt. Immer ein gutes Gefühl, wenn man Gegner erledigt. So, Schloss klemmt. Toll, Schloss klemmt. Geht auf. Ah.
das Emblem des Merkur. Na, her damit. Munition, aber Gewehrpatronen, na gut, sparen wir uns auf. Emblem des Merkur, was soll das denn? Da ist noch was? Ein Vertragsring. Okay. Keine Ahnung, wozu der gut sein soll, aber ich nehme ihn mit. Schloss Clem, herrlich. Okay, raus hier. Okay. Und die Türen hier auch austesten. Schloss Clem, yay. Klemmen alle, das ist doch der Wahnsinn. Die Tür war auch zu, nicht wahr? Yep. Die war zu. Ja. Soll die so. Ah, eine Nurse. Zwei Schläge. Von mir aus. Komm. Oh, das sind zwei. Ey, lass mich los. Ich hab einen runtergehauen. Oh, jetzt geht das wieder los. Lasst mich in Ruhe. Na? Hat das gereicht? Sehr gut. Dann muss ich nicht nochmal auf euch eintreten. So, gehen wir am Anfang zurück und probieren die Türen wieder eine nach der anderen aus. Zwei Türen klemmen schon mal. Oh, nicht abgeschlossen. Hier habe ich jetzt eine geöffnet durch... Ist erstmal egal. Wir probieren noch die anderen aus. Schloss klemmt. Schloss klemmt. Oh, das ist der Wahnsinn. Oh, eine, die sich öffnet. Ach hey. Den Raum kenne ich doch. Eine Stahlplatte ist an die Wand geschraubt und hier können wir den Schraubenzieher anwenden. Mal sehen, was hier dahinter ist. Ein Schlüssel. Strom fließt durch Schlüssel. Ich bekomme einen Stromschlag, wenn ich ihn jetzt anfasse. Das ist scheiße. Also muss ich irgendwo einen Generator finden und den Strom abschalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das der Stromgenerator ist, den wir in der Schule gesehen haben. Oder auch im Krankenhaus. Ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Wir haben den Raum gefunden, bei dem wir noch nichts kriegen können. Momentan zumindest. Aha, jetzt sind wir wieder hier. Im ersten Geschoss. Wo wir eigentlich einen Aufzug genommen haben, um hierher zu kommen, aber ist egal. Hier soll einer sich zurechtfinden. Oh, nee. Ich wollte jetzt eigentlich zu dem Aufzug zurück. Ah, okay. Müsste jetzt hier sein, genau. Boah. Leicht verwirrend hier. Gut, dann machen wir mal die drei. Okay. Was haben wir denn hier Feines? Wieder so ein dämliches Rätsel. Sieht wie ein Altar aus. Was die wohl verehren? Das Licht für die Zukunft. Hier Schatten der Vergangenheit oder was? Licht, das die Finsternis durchdringt. Okay. Das soll mir jetzt einen Hinweis drauf geben, was hier gemacht werden muss. Okay.
Okay, es können alle Knöpfe gedrückt werden. Aber ehrlich gesagt habe ich keinen Schimmer. Hier dasselbe, nehme ich mal an. Das ist jetzt natürlich Dreck. Nicht, dass die Finsternis durchdringt. Die Finsternis. Das kotzt mich manchmal an, dass man solche Rätsel findet, bei denen die Hinweise entweder so vage sind, dass man die nicht von selber errafft oder... Keine Ahnung. Nehmen wir mal wieder in die 1 zurück. Bisschen vorangekommen sind wir jedenfalls. Lisa getroffen. Und ich würde sagen, hier an der Stelle mache ich wieder einen Cut. Hätte nicht gedacht, dass die das nirgendwo so lange dauert. Tja, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mal sehen. Vielleicht werde ich noch manchmal über ein paar Rätsel vielleicht noch ein kleines bisschen belesen. Wir werden sehen. Also, tata!